Lieber Krebs, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline. Wir schauen in deinen August 2024. Wenn du also im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Krebs bist, ist hier eine Botschaft höchstwahrscheinlich für dich versteckt. Also bitte aber dennoch Kollektivlegungen auf dich umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung schau gerne unten vorbei, unterhalb des Videos, in der Beschreibung. Und da gibt es auch ganz viel Neues, The Energy of Bundles, Energien, die du wirklich ganz spezialisiert auf deine einzelnen Lebensbereiche anwenden kannst, für dich nutzen kannst. Natürlich auch private Kartenlegungen. Alle Infos findest du unten. Und ich würde sagen, liebe Krebse, wir starten mit deinem Hauptthema, mit deinem Reading für August. Ich verbinde mich mit dem Krebskollektiv, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und dem Monat August. Na, 2000. 24. Was ist das Hauptthema? Was ist die Hauptenergie für die Krebse im August? Segnungen, sehr schön. Du hast den Blick nach oben gerichtet, die Hände gefaltet, du hast gebetet. Du hast um Hilfe gebeten, die Hilfe wird erhört. Erlösung, du möchtest Erlösung zu einem ganz bestimmten Thema. Für viele hat das mit einer Verbindung zu tun, mit einer möglicherweise Ahnenverbindung, für viele mit einer zwischenmenschlichen Verbindung. Du möchtest Segnungen, du möchtest das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Emotionen, Gefühlschaos, du möchtest Gleichgewicht, inneren Frieden. Worum geht es beim Krebs? Worte, die gefallen sind und Worte, die der Schlüssel sind. Klärungen. In diesem Monat wird etwas geklärt. Du wünschst dir Klärung, du wünschst dir Klarheit und in diesem Monat passiert es, du holst dir Hilfe und Unterstützung, einen Spezialisten möglicherweise auch, denn Dinge dürfen in eine Balance kommen. Es könnte ja auch mit Regelungen zu tun haben, die dich oder einen anderen Menschen, einen dir sehr nahestehenden Menschen betreffen. Es geht hier um Auseinandersetzungen. Für viele habe ich hier gerichtliche Verfahren, behördliche Themen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Einigung oder Vereinigung. Wie gesagt, ein Spezialist an deiner Seite. Du hast viele verschiedene Szenarien im Kopf, wie das alles ausgehen kann, was passieren kann. Doch möchtest du, dass es am liebsten gestern passiert ist? Und das ist genau das, die Zeit, die dich immer wieder einfängt, immer wieder einholt und dir ein schlechtes Gefühl gibt. Es geht hier bei dir um Vertrauen und um die Chancen zu erkennen. Einige Menschen in deinem Umfeld können dich unterstützen. Doch es ist so, als würdest du das entweder gar nicht sehen oder keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Besonders auf eine Person schaust du mit einem intensiven Blick. So vielleicht, als würdest du dich bei jemandem melden wollen oder jemand kommt dir immer wieder in den Sinn. Und gleichzeitig ist es wie diese emotionale Überforderung. Letztendlich, das, was passieren wird, bietet dir eine neue, gute Chance. Ich meine, wir haben die Segnungen und du bekommst hier Unterstützung und besonders menschliche Unterstützung. Natürlich, ja, sind die feinstofflichen Wesen an deiner Seite, deine Guides, an was auch immer du glaubst. Aber du bekommst diese Unterstützung auch in Form von Menschen, Verbindungen. Ja, und das ist etwas, womit du wirklich aktiv weiterkommst. Okay, schauen wir. Worum geht's beim Krebs?
Es geht um Wissen, es geht aber auch ebenfalls um alte Themen, alte Verbindungen, wenn nicht sogar Ahnen. Ich sehe die Ahnenlinie. Ahnen-Themen, Familienthemen, Strukturen. Es geht um sowas wie vielleicht Erziehung oder auch, ja, mit was man groß geworden ist, mit welchen Knigge-Regeln, du weißt, was ich meine, Überzeugungen, Glaubenssätze. Es geht hier zu erkennen, was hier wirklich deins ist, was du mal gelernt hast, was du immer wieder anwendest und was eigentlich der absolute Schwachsinn ist. Darüber kannst du dir jetzt bewusst werden. Du möchtest eine Veränderung, du möchtest verreisen oder einen Ort wechseln und genau dazu brauchst du hier vielleicht ja, Klarheit, eine Entscheidung, einen Entschluss. Vielleicht hängt das auch mit finanziellen Themen zusammen und gleichzeitig vielleicht mit, wie gesagt, einem ganz bestimmten anderen Menschen, Situation, Familie, Herzensmensch. Es geht hier um das Erkennen, was jetzt wirklich zählt. Ganz ohne emotionale Illusionen. Schauen wir uns an, worum geht es noch beim Krebs? Eine Karte für den Krebs. Ja, es geht um Wachstum, um Klarheit. Es geht darum, dass du erkennst, dass, womit du groß geworden bist, nicht unbedingt die Überzeugung ist, die du jetzt hast als erwachsener Mensch, als erwachsener Mann, als erwachsene Frau. Und sich von diesem zu lösen, und gleichzeitig an das Gute zu glauben. Also wirklich dieses Vertrauen zu haben in Situationen, in Lebensbereiche, in schicksalshafte Fügungen und nicht in dieses Selbstmitleid zu rutschen, auch emotional vor allen Dingen. Warum passiert mir das? Warum immer ich? Das hat einen Grund. Vielleicht bist du aktuell nicht auf der Ebene, wo du den Grund erkennen kannst, dann gehe ins Vertrauen. Schauen wir, was ist der Rat des Universums? Was ist der Rat der Stillness? Die Stille. Hier ist ein Zen-Meister auf dem Bild. Und möglicherweise kennst du eine Person, die für dich diese Stille, diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit repräsentiert. Egal, ob es jetzt, was weiß ich, ein Star ist oder jemanden, der jetzt nicht direkt greifbar ist. Aber ganz egal, gehe genau in diese Energie rein, gehe in die Stille. Mach dir klar, was jetzt wichtig ist, mach dir klar, was deins ist. Und alles, was nicht deins ist, lässt du los. Ganz wichtig, lässt du los. Schauen wir uns noch eine Karte, eine abschließende Karte für den Krebs an, für August. Ja, Schutz, das passt mit den Ahnenthemen, das passt mit Erfahrungen, Emotionen. Fordere deine Macht zurück, schneide die Stricke durch Seelenrückholung. Also, es bringt hier nichts in Selbstmitleid zu zerfließen. Es geht hier darum, zu lernen, in dem See der Gefühle zu schwimmen. Sehnsucht nach der Heimat, Zugehörigkeit, die ursprünglichen Lichtarbeiter. Ja, es geht um Gemeinschaft. Du möchtest dich wieder verbinden mit den Leuten, die du spürst, die in deinem Umfeld sind, von denen du inspiriert wirst. Aber wo auch ein Geben und Nehmen stattfindet. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht erkennst du auch rückblickend, dass du entweder sehr viel gegeben hast, aber nie was erhalten hast, oder dass du sehr viel genommen hast, aber eigentlich gar nichts gegeben hast. Und diese Erkenntnisse bringen dich noch mehr in die Verbindung mit dir selbst und du weißt dann ganz genau, was zu tun ist. Also, empfange die Segnungen, deine Gebete werden erhört und ich wünsche dir von ganzem Herzen, lieber Krebs, einen wundervollen August. Öffne die Arme
und hab vor allen Dingen Vertrauen. Und solltest du Krebs sein, dann gerne mal ein Emoji oder ein Winkezeichen runter. Alle Krebse, wo seid ihr? Ich finde es auch immer mal schön zu wissen, ja, wie viele Krebse schauen mir zu. Und schau natürlich auch deine anderen Zeichen, also Mondzeichen, Aszendent vorbei. Leg alles auf dich um. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Herzensdank zu dir. Mach's gut.